Wir sind in Neckarsulm. Hier klemmt immer was drin. Das Logo. Das Logo. Ja, und das können wir dann nachher im Lager auch gleich mal holen. Ja? Motor. Es gibt tatsächlich noch einen Motor von der RS4B5. Und nicht nur einen. Also ungefähr stelle ich mir eigentlich auch meine Schrauberhalle vor. Also wir haben hier 40.000 Quadratmeter in Gesamtfläche. Der Audi A2 ist momentan das Fahrzeug, wo wir am meisten Satz drin kosten. Darf man ungefähr sagen, was das für ein Wert ist, der in Summe liegt? Viel. Viel, ne? Es gibt Teile, die versuchen wir über Jahre nachzufertigen. Also dann gehen wir mal schauen, wo dein Motor liegt und fahren mal ein bisschen durchs Lager, hätte ich gesagt. Und dafür habe ich dir ein Fahrzeug vorbereitet, dass du mal mindestens einen Wankel fahren darfst. Den habe ich bei euch im Forum gesehen schon. Genau. Also nicht den, aber einen NSU Wankel. Warum NSU Wankel? Natürlich, er wurde in Neckarsulm gebaut. Es war ein Wankelmotor, wankelbetriebenes Fahrzeug. Und dieses Auto ist für uns eigentlich schon auch wichtig, weil es war auch so die erste Nachfertigung, wo wir produziert haben. Also die Trochoide haben wir damals, das war unsere erste Nachfertigung, wo wir gefertigt haben. Das allererste Teil, was Audi Tradition nachgefertigt hat? Das war also mit zu Beginn, wir haben natürlich schon irgendwie ein paar Teile in der Kiste gehabt, aber so das Thema Nachfertigung war schon das mit das erste Teil, wo wir gefertigt haben. Ja. Und was genau habt ihr nachgefertigt? Die Trochoide. Für die Zuschauer einmal erklären? Ich zeige das am besten, ich habe zufällig eine dabei. Weil ich glaube, das Wort werden nicht so viele kennen als Nicht-Wankelfahrer. Also wir können ja kurz mal den Motor zeigen. Der Vorteil von so einem Wankelmotor ist halt einfach, wie klein und flach der ist, ne? Genau. Der ist halt einfach nur rund und fertig. Genau, und die Trochoide, das mittlere Teil. Mhm. Also der Zylinder eigentlich von dem Wankel. Ganz genau, ja, mit dem Dreieckskolben, der sich dann dreht. Das Teil gab es ursprünglich mal von NSU zu kaufen und dann ist aber auch entfallen, aber gibt so viele Motorschaden haben und Einsparungen. Das Fahrzeug hatte genau Probleme mit dieser Dichtigkeit von diesen Eckleisten. Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen, dass wir diese Trochoiden dann wieder nachfertigen. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, da ist von euch eine Nachfertigung auch schon drin. Das kann sogar noch eine Originale sein, weiß ich nicht. Aber der war auch schon mal einmal kaputt. Auch wenn er jetzt kaputt geht, dann haben wir eine Alternative. Dann haben wir gleich mit dabei hier, ne? Genau. Ich will euch das auch viel einfacher erklären. Also hier läuft dieser Kreiskolben drin. Ich vermute mal, er läuft so rum, ansaugen, verdichten, zünden, ausstoßen. Genau. Daran kann man auch sehen, dass das der Einlass ist, weil da die Zündkerze gegenüber sitzt. Genau. Und ohne dieses Teil wäre das Auto heute nicht mehr auf der Straße. Das ist ganz klar. Also das ist ein Teil, ohne das geht es nicht. Und wir mussten es zu dieser Zeit machen, wo die Maschinen noch da waren. Auch da gab es nur eine Person, die Laufwerke haben damals schleifen können. Ja. Dieser Kolben, ich nenne jetzt mal Kolben, der hier drin läuft, der hat so Dichtlippen, die dauerhaft hier dran gefahren. Ja. Und die verschleißen halt irgendwann relativ schnell. Oder die Lauffläche geht halt kaputt. Oder die Lauffläche, genau. Die Schwierigkeit war aber tatsächlich mit dieser Maschine, es gab noch die eine Maschine, wo genau diese Bahn hier schleift, poliert und diese Kante ist dafür, diese Ecke und so weiter, damit es halt alles da sauber hebt. Vor allem, der Aufwand an diesem Teil ist eigentlich, das sehe ich jetzt gerade erst, dass das Teil ist natürlich wasserumspült, also wassergekühlt. Und das ist aber ein kompletter Wassermantel hier, wo das Wasser komplett durchfließt. Deswegen sind hier garantiert auch diese großen Verschlussbohrungen überall, weil man da beim Gießen den Kern wahrscheinlich wieder rausgeholt hat irgendwie. Genug gequatscht, wir fahren eine Runde. Jetzt fahren wir mal ein bisschen. Oh, aber von drinnen hat er ehrlich gesagt, alter Beinfreiheit, ne? Das ist halt der Vorteil, wenn man keinen Motor vorne hat. Ja, die Radläufe, die stehen zwar ein bisschen drin und mit breiteren Schuhen ist schwierig, aber dieser Sound ist einfach gigantisch. Okay, let's go. Ja. Schauen wir mal. Dein Motor finden. Nicht rausfallen, Nico. Nee. Wir brauchen den noch. Ja, dieser Wankel-Sound ist halt so ein ganz eigener Sound. Das ist weder... Das Kreisläufige, gell? Ja, ist halt... Genau. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus Trabi und Käfer und allem so, ne? Das heißt, das ist jetzt hier eine Halle, die hat schon mal, keine Ahnung, 5.000, 8.000 Quadratmeter oder so? Ja. So, und wenn wir jetzt hier vorfahren und schauen mal nach rechts, was sehen wir da? Also, ich würde mal vermuten, das ist der RS4-Motor. Na, packen wir mal aus. Dann wir gucken mal. Sieht aus, das ist gutes Stück. Nico, hol mal den Bus. Geh immer kurz Kaffee trinken. Piep, piep. Wir laden das Ding einmal kurz ein. Ist das
aber ein Originaler, wie er damals, also ist das von damals eine Produktion? Ja. Also das ist so, wie er in den neuen Autos drin ist, ist jetzt hier auch? Ja, das ist ein Teil, was übernommen wurde aus der regulären Fertigung, so wie man es beim Händler bestellt, der danach dann zu uns kommt, von uns aus weiter versorgt wird. Und das ist nicht einer, sondern es sind vier. Vier Stück habt ihr? Hier sind vier, insgesamt haben wir 16 Stück noch auf Lager. 16? Ja. Heute. Aber es werden ja nicht mehr werden, ne? Oder? Schwierig. Wäre erstmal nicht. Deswegen, der, wo jetzt noch einen braucht, der sollte sich Gedanken machen, sich nochmal was zu kaufen. Generell ist eigentlich... Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen... Das hast du mal schön gesagt in dem Video. Die Teile muss man dann kaufen, wenn es noch gibt. Und das ist eigentlich das... Jetzt muss man fairerweise auch dazu sagen, dass der natürlich auch nicht ganz günstig ist, ne? Nee, der hat schon seinen Preis. Ich glaube irgendwie 26.000, 28.000 Euro so in dem Dreh. 24, ja. 24. Wobei, jetzt muss man auch dazu sagen, das hat der damals aber auch gekostet. Also das war noch nie ein Motor, den du einfach bei Audi günstig getauscht hast. Ich weiß, ab und an hat einer mal in meinem Kollegenkreis so einen nochmal auf Garantie irgendwie neu bekommen, wegen überdreht, Zahnriemen gerissen, weiß der Geier. Ja. Und das waren auch schon immer solche Rechnungen. So. Wie wir vorhin mal kurz drüber gesprochen haben, wir versuchen, die Preise immer 1:1 zu übernehmen und zu halten. Und bei dem Motor, muss man einfach nochmal sagen, der ist komplett mit, wenn du hier reinfilmst, mit Turboladern. Also der wird wirklich mehr oder weniger betriebsfertig geliefert. Also schon mit Zahnriemen, mit Turboladern. Das heißt, man baut nur noch seine alte Ansaugbrücke drauf und hat halt auch einen ganzen Motor. Es ist halt auch ein Unterschied gegenüber nur einem Rumpf. Und nur einen Rumpf gab es für den RS4 auch nie zu kaufen. Also es gab schon immer nur die ganze Version. Hat den schon mal einer gekauft? Wisst ihr das? Gab es schon mal jemanden, der für den RS4 so... Ja. Also immer wieder mal, aber natürlich jetzt nicht wie ein Clip und eine Zierleiste. Ne? Ja. Aber natürlich. Also generell ist immer so, im Monat sind so zwei Motoren dabei, wo man verkauft. Mhm. Also jetzt nicht dieser jetzt speziell, sondern generell Motoren. Wir haben ja eine ganze Reihen voll mit Motoren, Getriebe und so Zeug. Also da, wie gesagt, in der Woche, ja, zwei, drei Stück. Die Überlegung ist ja, wenn du dir ein Fahrzeug erhältst, je nach Restfett des Ganzen, lohnt das sich. Oder wenn du dir ein Fahrzeug, das kennst du von dir, wenn man es einmal aufbaut, dann versucht man ja so viele neue Teile wie möglich zu bekommen. Also ich denke bei so einem Motor daran, angenommen jemand hat so ein Auto, der hat das Auto vielleicht jetzt schon seit 20, 25 Jahren. Das Ding hat jetzt vielleicht 100.000 Kilometer runter, weil sie gar nicht mehr so viel genutzt haben. Ja, und jetzt kommt halt der Tag, wo vielleicht mal der Sohn mit dem Auto fährt und er ruft Papa an, rote Lampe ist alles kaputt. So, und oder nicht abgebrannt. Und nicht jeder hat ja Bock, dann zum Motoreninstandsetzer zu gehen und für 10.000 Euro den alten Motor sich heil machen zu lassen. Weil, also ich kenne auch viele, die halt nur neu ist neu, halt doch lieber sich von Audi dann so einen Motor einbauen lassen. Ne? Ja, wenn es die Teile innen drin wieder nicht gibt, dann stehe ich auch wieder da. Da gibt es tatsächlich wenig. Doch, es gibt die Einzelteile schon alle, aber meistens hat es ja einen Grund, warum es Schrott ist. Ja. Gibt es noch ein Teil bei euch, was noch teurer ist? Bestimmt, ne? Ist schon ein Motor, Highlight. Motor ist schon Highlight. Ja. Was würdet ihr für euch sagen, was das wertvollste Teil? Immer das, was du brauchst. Ja, das stimmt. Und da kommt es nicht mehr auf den Preis drauf an. Ja? Immer das, was du brauchst. Ja, aber es gehört schon. Aber schon monetär ist das schon oben. Ja. Ja. Ich mach schon mal ein Foto. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass so ein neuer Motor verdammt viel kann. So leistungsmäßig. Problem ist, dass die meisten Leute immer irgendwelche abgerockten alten Dinger nehmen, die eh schon auf dem letzten Loch pfeifen. Das sieht man bei den neuen Autos, wo sie jetzt bei neuen Autos anfangen, viel Leistung drauf zu machen. Komischerweise halten die ganzen neuen Motoren. Ich glaube aber nicht, dass die neuen Motoren besser gebaut sind als sowas damals. Sondern wenn man so einen neuen Motor nimmt, glaube ich, kannst du mit so einem RS4 Motor auch 800, 900 PS fahren ohne Probleme, ohne was dran zu machen. Also natürlich drumherum alles größer bauen. Wo früher jeder gesagt hätte, nein, die gehen sofort kaputt, das geht nicht und so weiter. Wir können auch eine Bestellung anlegen, gell, wenn du magst. Ja, mit 97% Rabatt nehme ich. Ja, das Problem ist, das ist so ein Motor, da braucht man halt auch ein schönes, originales Auto für. Das muss in der Historie anpassen. Ne? Ja. Das ist das, wie du sagst. Ne? Das, jetzt sind wir dann im Thema, baue ich mir nur irgendwas, also baue ich mir richtig was auf oder halte ich nur was am Leben? Ne? Und da ist ein RS4 B5, ist ja kein Daily Driver mehr. So, und das Problem ist auch, dass wenn man einen RS4 B5 selbst mit dem passenden Kleingeld restauriert, sind es leider auch schon zu viele Teile, die es leider nicht mehr gibt, dass man irgendwann so, ich will nicht sagen die Lust verliert, aber wenn du alles schön und alles toll hast und auch zum Beispiel so einen neuen Motor kaufst, einen neuen Motor reinhängst, dann gibt es ja trotzdem so zwei, drei Teile, die man Einstiegsleisten oder sowas wie Stoßstangen, wie auch immer, die dir auf einmal anfängst einzunehmen, wo du dann wirklich sagst, ja. Und da musst du einen Kompromiss eingehen. So. Ja? Ja, okay. Dann bis nächstes Jahr, würde ich sagen. Zack. Hier mal ein Teil. Das hat... Also das ist auf jeden Fall eine Nachfertigung. Also die haben damals alle ausgebaut und Müll geschmissen, wegen Vorcut und Hauptcut. War so eine Thematik vor 10 Jahren, dass allererste gleich irgendwas anderes reinbauen, scheißegal, Hauptsache Leistung.
Jetzt ist es allerdings so, dass die Thematik heiß wird und die Polizisten von oben gerne mal reingucken oder von unten drunter gucken und schon will jeder wieder diese originalen Hose haben. Ne? Auf einmal brauchen wir sie. Auf einmal jetzt brauchen wir sie. Und jetzt kommen sie zu uns und jetzt müssen wir sie haben. So, weil die haben original damals nämlich eigentlich auch schon einen ganz guten Cut gehabt, aber die Vorcuts hat halt jeder immer rausgekloppt. Ne? Und wird natürlich auch nicht besser über 20, 25 Jahre. Ne? Stell dir vor, du bringst dein Audi zur Inspektion und kommt auf einmal nicht durch den TÜV, weil eine Lampe an ist. Ja. Weil der Cut zu schwach ist. Ne? Was machst du denn dann? Kannst du ja nicht irgendwie, kannst du ja einem nicht sagen. Also wenn ich meinem Vater erzählen würde, er soll irgendwie einen anderen Cut einschweißen, da sagt er, bist du wahnsinnig? Wo soll der Cut herkommen? Also das ist so ein typisches Teil, was man natürlich austauscht und fertig. Ja. Aber so, auch da hättest du vor 10, 15 Jahren gesagt, das heben wir auf. Nee, da hätte ich ja alle aufgehoben. Genau. Und hättest du den Platz gehabt, um es aufzuheben. Ja. Und Flexrohr, klar, so ein Flexrohr wird eine gute Werkstatt nochmal ersetzen. Ja. So, keine Frage. Das werden sie nochmal raustrennen und neu einschweißen. Aber mit den Katzen, so weiß ich, gibt es wirklich viele, viele Autos, die das so machen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel einmal so einen alten Karton. Selbst so die Schriftart und so, sieht man gleich schon, dass das alles noch von damals ist. Auch so ein Beispiel hier, Nachfertigung oder letzte Einkaufsrunde, was man halt an Möglichkeiten hat. Kühlergrille vom Audi, ja. Gott sei Dank richtig geil verpackt, auch für die Zukunft, damit sie schon beim Einlagern nicht beschädigt werden. Aber wir müssen das halt wirklich in Mengen kaufen. Für welches Modell? Weißt du das aus dem Kopf gerade? Ich meine, das ist der A6. Sorry, das ist der A6. Auf jeden Fall vorne. Ja. Ja, weil das sind ein paar hundert, ne? Ja, und das sind ja nicht nur die, sondern das sind ja auch noch die da drüben, ja. Also das sind okay, verstehe das Problem. Ne, sind wir wie beim TT 8N. Ach, TT, okay. Ja, also das hier ist TT. Ja, und auch hier Seitenleisten vom Fahrzeug. Schau mal. Da haben wir noch, aber da haben wir noch mal 10 solche Kisten voll, ja. Ernsthaft. Aber auch Nachfertigung, oder? Ja, auch Nachfertigung. Und dann ist natürlich die Frage, ich kann es halt einmal noch machen auf diesem Werkzeug. 8L, Audi A3. Das ist der erste A3. Hab ich auch gleich erkannt hier. Wieso, was ist das? B5. Abdeckleiste. Das ist die Leiste, die... wo ich so geflucht habe, genau, die kommt in die Zierleiste oben rein. Also man nietet erst die Zierleiste, diese Chromleiste oder die schwarze Leiste, die nietet man erst an die Karosse und dann schlägt man diese Leiste hier rein. Aber es ist gut zu wissen, dass ihr noch genug habt. Weil ich habe nämlich auch Vorrat, ich habe auch Vorrat ein paar bestellt, weil ich Angst hatte, dass ich sie bald nicht mehr habe, wenn ich das erste Mal die Leiste runternehmen muss. Sind ja noch ein paar. Aber immer erst gucken, bevor. Sind ja noch ein paar da. Ja. Guck mal, hier sind sogar schon B7 Teile. Ja. R8, erste Generation. Geht auch los. Fängt an. Ja, es ist halt unglaublich, welche Massen an Teilen hier liegt, ja. Man einfach hat, ne? Und das ist jetzt eine Halle. Also wie gesagt, wir haben 10 von denen und das ist alles voll bis in das Dach. Wir schauen wirklich, dass wir so viel wie möglich erhalten können. Und für die Szene. Aber irgendwann muss man Material ja aus, irgendwann muss man doch aus wirtschaftlichen Gründen auch mal skalieren, ob es noch Sinn macht, die Teile, also ob das Lagern nicht teurer ist, als das Teil an Wert hat. Genau deswegen müssen wir diesen Sonderprozess fahren, dass wir mehrere Teile in eine Gitterbox reintun. Und dass wir halt mit diesen Geldern, wo wir auch einnehmen, dann auch wieder die nächste Nachfertigung finanzieren können. Deswegen gibt es vielleicht auch Nachfertigungen, wo wir keinen Gewinn haben, ja, aber dafür mit dem Abverkauf oder mit Abverkaufsmotoren zum Beispiel auch wieder das wieder refinanzieren können. Ja. Da haben wir das Mischverhältnis. Eigentlich permanent kann man sagen, auf unserer Homepage über den Shop, über den Online-Shop, eine Download-Funktion, wo im Prinzip eine Excel-Liste hinterlegt ist, wo Positionen mit einem gewissen Rabatt abverkauft werden. Genau aus diesen Gründen. Mhm. Ah. Also ich merke, man kann nicht überall zu Fuß hin hier. Nein. Wir haben hier, wie gesagt, 10 Hallen auf dem Platz stehen, auf 40.000 Quadratmeter Lagerfläche. Da ist man schon eine Weile unterwegs. Wenn man hier alles anschauen will, ist man einen Tag unterwegs. Darf man sagen, was das hier ursprünglich mal war? Es war ursprünglich mal ein Militärsgelände und wir hatten den riesengroßen Vorteil, dass wir wirklich von Halle zu Halle uns erweitern konnten. Also das Gelände war lange leer. Und wir konnten eine Halle anmieten und diese Halle befüllen und dann wirklich von Halle zu Halle das Areal so aufbauen, damit man wirklich langhaltig oder langlebig hier. 10 Jahre jedes Jahr eine Halle, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Aber die, wenn das alte Militärhallen waren, musste da die teilweise ja schon ein bisschen aufarbeiten noch. Genau, natürlich herrichten dementsprechend. Jetzt machen wir noch einen kleinen Schwenk ins Gefahrgutlager. Da haben wir uns extra den Bunker dafür hergenommen. Wenn wir schon einen haben, dann nehmen wir den auch. Und da ist es auch sicher. Da lagern wir unsere Airbags und unsere Gurtstraffer und also alles, was mit Gefahrgut zu tun hat. Wäre aber auch Pflicht gewesen oder einfach nur, weil ihr es hattet, habt ihr das eigentlich? Also einen Bunker brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wenn wir einen haben, dann nutzen wir den auch. Ja. Okay, immer gut.
Und damit man da reinkommt, kriegst du jetzt noch die Sonderaufgabe, diesen Bunker zu öffnen. Viel Spaß damit. Okay. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein Schlüssel damals das Zepter, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Zum Erfolg war. Überhaupt richtig? Kennt man schon gar nicht mehr solche Schlüssel. War's schon? Ja, weiter. Nee. Alter, was ist das denn? Muss man mal reinschauen. Ich wollte es wissen hier. So, und jetzt an die Kette. Ach so, die wird gezogen hier, ne? Und jetzt wird gekurbelt. Prüfung bestanden, kannst du anfangen bei uns. Bin ich jetzt Sprengmeister. Öffnung des Drucktores. So, ich muss in eine Sache muss ich hier mal testen und gucken. Ja. Ich habe hier echt 5G drin. Ich dachte jetzt so Bunker, hier geht gar nichts. So, überall anders gerade kein Internet gehabt und hier im Bunker habe ich aber. In dem Büro, wo wir Brötchen gesagt haben, da ist gar nichts, weil leider Stahl verbaut ist. Aber schau, im Bunker willst du überleben. Macht total Sinn, dass du hier Netz hast. Dass ich hier Internet habe. Hier drin muss es gehen. Ja, aber das wäre auch so eine Traumhalle zum Schrauben, ne, für Autos. Wenn die jetzt leer wäre und hier nur so ein paar Autos drinstehen. So eine Fahrzeugpräsentation. Wäre schon geil, ja. Hier ein Rauch und ein Donut. Was man hier auch noch ganz kurz sagen kann, Nachschublager. Also wir waren vorhin, haben wir einzelne Gitterboxen 10 mit ein paar Stoßfängern drin. Wir machen das immer so, in den Bunker kommt man relativ schwierig rein, lange Zeit, bis die Tür offen ist und so. Also das ist auch so ein Nachschublager hier, ne, wo man einfach diese... Nachschublager heißt, wenn der Lagerplatz hinten leer ist, wird von hier wieder angekarrt. Genau, eine Kiste wird abverkauft, da sind 5 Dinger drin, 5 Stoßfänger drin, die sind abverkauft, dann kommt die nächste Kiste wieder hoch und wieder nachgeschoben sozusagen, sodass man nicht jeden Tag hier in die Halle rein muss. Eine entscheidende Frage habe ich noch. Mhm. Wie ist die Quote ungefähr von wirklich Originalteilen, Originalfertigung damals und Nachfertigung, was hier so in Summe ist? Vom Verhältnis her? So 50-50, 90-10? Nee, wir haben 80-20. 80-20 Originalteil noch, 20 Nachfertigung oder 80 Original, 20 Nachfertigung, wenn nicht sogar noch weniger Nachfertigung. Also ja. Gute Quote eigentlich, ne? Ja, ja. Das heißt, man kriegt ja Ziel ist immer, so lange wie möglich original zu fertigen. Ja, ja. Und das K.O.-Kriterium ist dann eher, wie ich vorhin mal kurz angesprochen habe, den Lieferanten gibt es nicht mehr, vielleicht die Werkzeuge, aber die sind im schlechten Zustand und an den Werkzeugen hängt schon sehr, sehr viel, weil das nachher die Kosten immens in die Höhe treibt. Ja, jetzt will ich Seitenteil sehen. Ja. Aber echt schöne Hallen hier. Das ist jetzt unser letzter Platz, wo wir haben. Und dann geht es wieder weiter. Dann brauchen wir wieder neue Flächen. Dann brauchen wir die nächste Halle. Ja. Und Stück für Stück geht es weiter. Jawohl, da ist es. Da sind wir doch noch ein paar mehr von da. Aber das sind alle, ne? Drei Stück. Drei Stück sind die letzten. Ja. Sind die letzten, ne? Zumindest für heute. Ja, und ich habe damals dafür opfern wir so viel Platz. Man könnte natürlich jetzt auch hier 20 Gitterboxen lagern. Und ich habe damals halt zum Einschweißen, also es gab irgendwann mal seitens Audi auch eine andere Version zu kaufen. Die war nicht ganz so lang, also da war nicht unten der ganze Schweller dran. Das war dann hier abgetrennt, wo das auch original im Werk hier verschweißt bzw. so hart gelötet wird. Mhm. Also das war dann ein Seitenteil von hier und das war hier überall getrennt. Also dass der untere Schweller ist okay, quasi Einsatzblech, Reparaturlösung. Ja, so eine Zweidrittellösung, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Schon ein ganzes Seitenteil, aber dass man halt nicht hier unten den ganzen Schweller mit den Säulen neu macht, wenn es eigentlich nur hier hinten, da hinten krumm ist. Aber wenn ihr mich fragt, ich hätte nicht gedacht vor 5 oder 10 Jahren, dass ich irgendwann bei euch nochmal stehe und mir die Seitenteile angucke. Hättet ihr 3 für die andere Seite noch dazu, ja, schwöre ich euch, wenn die morgen weg. Ja. Morgen. Ja. Ja. Und das ist ja mit den Dächern, mit den Schiebedächern das Gleiche. Wenn es das Schiebedach nicht mehr dazu gibt und ich habe das Dach und ich kriege dieses nicht mehr komplett verbaut, dann bringt mir das Dach auch nichts. Ja. Aber wenn man sich jetzt überlegt, guck mal, ich glaube, so ein Seitenteil kostet jetzt aktuell 1.500 Euro oder so in dem Dreh. Könnte sein. So in dem Bereich. Ihr habt da noch 3 Stück von. Das heißt, ihr könnt aktuell 4.500 Euro Umsatz damit machen und dafür müsst ihr das Jahr für Jahr. Also überhaupt erstmal den Lagerplatz vorhalten, das Riesenteil von A nach B karren und so weiter. Ne? Genau, also genau deswegen stehen wir nicht in der beheizten Halle, sondern wir stehen hier, wo man wirklich hier der Quadratmeterpreis ist. Weil das ist schon neulich. Und man kann jetzt ja auch nicht einfach, weil selbst diese Box ist ja wieder garantiert eine Originalbox von damals, wie die ins Werk kam. Da kannst du jetzt ja auch nicht anfangen, ach komm, ich mach mal Platz und flex die hier klein. Ja. So, ne? Ich brauche hier Platz. So, also ich stelle mir das schon wirklich als echt schwieriges Unterfangen in Summe vor. Und auch da, wie du sagst,
wir werden jetzt nicht anfangen, die Lagerkosten über die Jahre auf das Teil zu legen. Ja, da kannst du auch reich. Wo wir natürlich darauf achten ist, kostet so viel wie die Motorrad dann. Dass jetzt nicht einer ums Eck kommt und sagt, ich bestelle zufällig mal alle drei. Ja. Das möchten wir auch. Ah, das würde nicht gehen. Das heißt, wenn ich jetzt... Rein technisch geht sowas, aber trotzdem schauen wir schon auf die Mengen, dass eben das Ganze versucht, fair zu bleiben, dass ein Kunde das wirklich bekommt, der das auch benötigt. Mhm. Und dass wir keinen weiteren Handelsweg aufmachen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendwie einer kommt und die letzten drei kaufen würde? Wenn jetzt so ein Philipp zum Beispiel kommt, weil er hier war und weiß, hier gibt es drei Seitenteile. Ja. Ich weiß noch, also ich will mich da jetzt nicht ausschließen, weil es gab mal eine Zeit lang, gab es den RS4 Kühlergrill nicht mehr zu kaufen. Mhm. So, da sind die ausgelaufen, da gab es auch keine Repros von. Und da war ich auch beim Händler und habe geguckt und der konnte in dem Moment, glaube ich, noch drei Stück zusammenkriegen, die bei irgendwelchen Händlern lagen. Mhm. Damals auch nicht teuer, 70 Euro oder so in dem Dreh. Alle drei genommen, liegen auch tatsächlich bei mir immer noch in der Box. Also ich bin zum Glück einer, der die Sachen niemals verkauft, sondern die liegen einfach nur bei mir. Und irgendwann kommt der Tag, wo man dann zufälligerweise einfach, somit war das auch cool, als ich das neue Auto jetzt zusammengebaut habe, einfach nach oben gegangen, klack, neu genommen. Ja. Genauso die Windabweiser unter der Scheibe, die Plastikteile. Ich weiß nicht, ob es die mittlerweile wieder gibt. Die waren auf jeden Fall auch schon wieder entfallen. Mhm. Und so Zeugs. Ja. Wir hatten eine Nachfertigung mit schwarzen Rückleuchten vom Opel drauf. Mhm. Und haben sie nachgefertigt und da war das auch so das Thema. Die wurden innerhalb von kurzer Zeit abverkauft und dann waren sie weg. Wir konnten keine neuen mehr fertigen. Und dann war bei eBay sind die Dinger natürlich dann steil gegangen. Ja. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache. Toll, ne? Ja, ich meine, auch da lernen wir dazu. Immer ein Für und Wider, aber letztendlich geht es um die Versorgung des Einzelnen. Ja. Yes, weiter geht's. Jetzt sind wir im Kleinteilelager und können mal das fehlende RS4-Schild auslagern. Das war im Forum. Alter Karton. Verloren haben. Und ich kann ja mal den Zettel in die Hand bringen, dann kannst du mal so probieren, ob du den Nagelbatz findest. Aber ich würde lieber ein bisschen stöbern hier, ehrlich gesagt. Ja, okay, dann komm. Leitung. Bremsleitung. Ah, Bremsleitung ist natürlich auch so eine Thematik. Ich kenne aber auch wirklich viele in meinem bekannten Kreis, die schwören auf Originalteile. Das sind meistens die Leute, die einmal bei VW Audi gearbeitet haben. In der Werkstatt. Ja. Und das kennen, wenn man halt nicht Originalteile einbaut, heißt nicht, dass nicht alle Originalteile schlecht sind, aber es gibt natürlich auch schlechte Teile. Ja, gerade bei Blechteilen zum Beispiel. So, und Original ist Original. Neu ist neu. Aber wieder zwei neue Wörter. R18L. Weißt du, was ist? Nee. Öldruckschalter. Das ist quasi der Vorgänger von einem Öldrucksensor. Das ist auch nur ein Pin. Der schaltet bei einem Druck. Also zum Beispiel bei 0,3 Bar macht er dann entweder auf oder zu. Und wenn er da drunter kommt, geht sofort Lampe. So, und jetzt. Jawohl. Du erinnerst dich? Ja. Was hat gefehlt? Ja. Das fehlte in dem. Doch in diesem Video, ganz am Anfang des Videos, fehlte das in dem Kühlergrill. So, und da ich eine Bestellung dazu angelegt habe, nehmen wir es gleich mit und dann bauen wir es gerade wieder ran. Ist das Originalteil? Oder auch ein. Es wird ein Repro-Teil sein, ne? Das ist jetzt. Wobei, nee, hier, guck mal, da steht 0001 drauf. Also ich würde mal behaupten, auf den Teilen ist ein Originalteil, ne? Auf den Teilen ist immer ein Produktionsjahr drauf und hier steht 0001, deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das tatsächlich ein Originalteil ist. Habt ihr noch mehr von oder nur die? Haben wir noch mehr. Weil das ist ja so ein Teil, was gerne mal geklaut wird. Ja, oder auch zweckentfremdet wird, an S4 rankommt, A4 rankommt. In der Waschstraße. Es gibt sogar manche Leute, kenne ich, die haben sich ein RS9 aufs Auto geklebt. Das ist ein Insider. Grüß an den Lagerchef. Grüß an den Lagerchef. Der hat einen RS9. Wie gesagt, hier lagert alles, was in Kleindimensionen gelagert werden kann. Schrauben, Clips, Zündkerzen. Ich hätte mir dieses Kleinteillager anders vorgestellt. Ja? Mhm. Weil, wie gesagt, jeder über Karton. Genau, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das alle in den Karton packt, sondern eher in eine Plastikschippe. Lass uns mal vor links gehen. Da siehst du noch ein bisschen, glaube ich, das, was du. Das andere links, Timo. Genau. Ja, genau. So ist das so ein bisschen mehr wie wenn man beim VW-Händler auch so durch die Regale läuft. Ja. Ja, das hier sieht man relativ schnell. Das werden garantiert so Teile sein, die ihr auch von irgendwelchen Händlern wieder zurückgeholt habt. Hier sind relativ viele Nachfertigungen, wo wir neu aufgelegt haben. Und das ist auch der kürzeste Weg zum Warenausgang. Hier haben wir relativ viel aus. Hier haben wir jeden Tag Bewegungen drin, deswegen liegen die hier vorne. Und deswegen sind sie auch zum Teil offen, weil sie jeden Tag da reingreifen. Ja? Und einfach von der Geschwindigkeit her. Und wenn man jetzt da durchläuft, da kommen da wahrscheinlich noch einige Teile bekannt vor. Mhm. Anschickleiste. Ah, hier DTM. Das hier DTM gab es halt. Das wird ja so ein B7 DTM sein, ne? Ach, hier DTM Edition. Ja, genau. Ja. Damals 220 PS, 200. Ganz oft in diesem Nogaro-Blau waren die auch.
Klar, schwierig ist natürlich, diese Embleme zu erhalten und dann auch wieder neu aufzulegen. Ja, das ist natürlich auch was, was man gern verliert oder bei der Restauration wieder neu nachbestücken muss. Oder das. Aber da sehe ich am Aufkleber sofort, dass es alt ist. Ne? Ja. Eigentlich ist es eine Nachfertigung, aber wir haben ja alten Aufkleber noch. Wobei, steht sogar drauf, Verfall. Verfall 21.10.2002. Ja, damals gab es das Teil schon eigentlich offiziell nicht mehr, bis es irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Und hier hat man das Problem, dass natürlich der Kleber irgendwann schlecht wird, vom Befestigen wiederum. Also auch da brauchen wir wieder Alternativen. Und das wird eine Neufertigung sein. Guck mal hier. Kann man schön mal zeigen. So, jetzt muss ich es richtig hinlegen, sonst habe ich ja gelernt, dass es dafür immer weg ist. Mhm. Linke und rechte Seite. Ja. Aber sieht schon erstaunlich gleich aus, ne? Also wenn ich jetzt mir diese Details von Logo anschaue. Die hat diese Chromleiste drin, die ist ein anderes Teil, oder? Vielleicht Ausstattungsvariante. Ja. So, ne? Aber das wird ja auf jeden Fall links recht sein. Nur man sieht halt schon an der Verpackung, halt, dass es neu und halt schon ein paar Jahre liegt. Okay, ja, weiter geht's. Ja, also, nachdem wir jetzt genug Teile angeschaut haben, sieht es bei uns eigentlich dann so aus, wenn der Kunde bestellt, dann bestellt er in der Regel auch mehr Teile. Das heißt, die Mitarbeiter, die müssen von Halle zu Halle das ganze Zeug zusammenholen, kommissionieren sozusagen. Und in dieser Halle sind wir jetzt am Warenausgang, da wird das ganze Material zusammengesammelt, kommissioniert. Und da können wir mal vorgehen, können uns mal die Kommissionierplätze anschauen und können uns mal das anschauen, wie das da aussieht. So sieht das jetzt aus. Du kennst ja diese Scheine aus dem Video, wo du mal gezeigt hast, mit diesen Bildern drauf, ja. Wo der Bestellschein, der bei dir zu Hause ankommt, wenn du was bestellt hast. Ist es gut eigentlich für dich, wenn du den hast? Also du hast damals gesagt, dir hilft das weiter, wenn du jetzt einen Karton voll Teile hast. Ja, genau. Also oder hast verschiedene Schrauben und so weiter und so fort. Das Problem ist, oder wenn man später mal wieder so einen Karton aufmacht. Wenn jetzt natürlich einer nur einen Behälter bestellt, ist das natürlich nicht so. Ne? Und ich glaube auch, was nochmal interessanter ist, ich selber bestelle die Teile für mich selber, dann weiß ich auch, was es ist. Ja. Wenn es jetzt aber eine Werkstatt oder ein Händler bestellt, wo jemand anders die Sachen auspackt, da ist es natürlich umso besser, wenn der es visuell nochmal sieht. Ne? Ja. Weil für uns ist es natürlich eine Hilfe, auf der einen Seite zum Auslagern, damit das richtige Teil, weil wir verschiedene Teile auf dem Lagerplatz liegen haben. Handbremsgriff vom G5 auch. Sehr gut. dass der Disponent dieses Teil auslagern kann, das richtige Teil auch findet. Ja. Und auch der Kunde zu Hause dann alles nicht weiß, um was es dreht. Gerade bei 10 verschiedenen Schrauben weiß ich natürlich nicht, was ist. Ja, ja. Deswegen geben wir es eigentlich ganz gern mit. Ich denke, das war eine gute Geschichte. Das sind die Kommissionierscheine, das heißt, die fahren von Halle zu Halle, bringen das Material her, sammeln das hier, haken ab, dass alles da ist. Wir müssen eine Vierfachprüfung machen, die ersten zwei Augen schauen hier und dann geht es so rüber zum Verpacken. Das ist auch eine Radfahrschale vom B5 hier. Doch ja. Viele B5-Teile, nicht, dass hier der B5 der neue Topscorer wird. B5 ist aktuell auf Platz 3. Ja, die kommen auch. Die sind auch vom Wert her, also selbst die normalen A4-Modelle sind mittlerweile echt begehrt. Ja. Gerade so Kombi und Quattro ist halt immer, gut. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Paketsendung, also hier sind wir am Platz, wo Pakete verschickt werden bis 35 Kilo. Man sieht schön in den Wegen, wie das dann aussieht, wenn es verpackt ist. Die Kollegen aus dem Wareneingang sammeln das, also nehmen das Zeug von der Kommissionierzone, verpacken es und verschicken es dann. Das Material geht dann am Abend noch raus. Mhm. Früher waren wir wirklich täglich unterwegs, dass wir das Material am Abend da rausgekriegt haben. Mittlerweile haben wir so viele Bestellungen, dass man da das schon einmal einen Tag länger dauern kann. Also es ist definitiv so, der Unterschied ist halt gegenüber einem normalen Online-Shop auch, dass normalerweise du ja in dem Online-Shop deine Sachen schon fertig zum Verpacken hast. Ja. Und hier ist ja schon viel das Zeugs, was Bulk einfach noch keine Verpackung hat. Und ja. Dann dementsprechend hier auch noch individuell verschiedene Kartonsgrößen und so weiter. Ne? Dann sehe ich schon, ausstopfen ist auch immer so eine Sache von einem Karton. Ja. Wir haben sogar eine Variante, wo wir selbst einen Karton bauen. Mhm. Weil so Paletten zum Beispiel. Stoßfänger und bauen mir eigene Paletten, damit es einfach funktioniert. Ja. Und wir haben Kartonagenlager, wo nur für die Umverpackung dann da sind. Weil hier gibt es Mitarbeiter, die bauen mal ein bis zwei Stunden mal eine Sendung. Ja. Also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel bei euch auch bestellt die Heckscheibe hinten. Mhm. Und selbst die ist auch heil angekommen. Wo ich so meine Zweifel hatte, wie kommt so eine Scheibe? Ja. Wenn dann einer noch eine Bremsscheibe dazu bestellt, dann ist es umso schwieriger. So, ja, oder wenn ein anderer die Bremsscheibe bestellt, die zufälligerweise in den gleichen Ort geht und der Karton halt auf der Scheibe landet. Ne? Genau. Wir haben eine Variante, wo wir den Karton so letztendlich konstruieren bauen, dass es nicht stapelbar wird, um genau sowas zu vermeiden. Wir geben uns hier alle Mühe, dass das Teil heil beim Kunden ankommt. Ah, also mit Absicht quasi. Mit Absicht so, dass er nicht stapelbar wird. Genau. Wir müssen nachher auch noch anschauen. Ja, Timo und Gary, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Haben wir alles gesehen? Gerne. Danke, dass ich euch das zeigen durfte, weil ich glaube, das sieht man nicht jeden Tag. Ich werde auf jeden Fall von dem Motor und dem Seitenteil träumen und werde bestimmt nicht ersetzen, mal hier.
macht weiter so. Ich glaube, das ist wirklich eine, also kann man wirklich stolz drauf sein, so diese Auto-Hierarchie-Legende-Vision am Leben zu halten und somit halt einfach ein Stückchen dazu beizutragen, dass die Autos auch weitergeht. Ja. Absolut, das ist auch unsere Motivation. Wir sprechen heute von Nachhaltigkeit. Wir sind nun mal auch in dem Alter und lang genug bei der Firma dabei, wo wir uns darüber freuen, die Fahrzeuge nach wie vor im Straßenbild zu sehen, als ein Daily Driver, aber auch ein TT1 oder ein RS4 B5 wie in deinem Fall. Wenn solche Fahrzeuge einfach bei schönem Wetter noch zu sehen sind, das ist unsere Motivation. Ja. Das sind auch nicht nur wir beide, die ganzen Kollegen, wir sind hier ein Team, ein kleines und feines Team und freuen uns, dass es so entsprechend auch im Ergebnis gezeigt wird. Und es ist auch noch so, dass über die Jahre, wo wir jetzt aufgebaut haben, dass wir jetzt erst an einem Punkt sind, wo wir eigentlich erst richtig arbeiten können. Das heißt, wir werden jetzt erst richtig gut. Umso mehr wir verkaufen, umso mehr können wir einnehmen, umso mehr können wir wieder refinanzieren, umso größer werden wir, umso mehr Modelle können wir bedienen. Und das ist die Motivation natürlich, das Wachsende. Ja, das und es ist ja auch wirklich so, dass das auch das Blatt sich jetzt langsam wendet und diese Kunden schon auch sagen, ey, geil, dass es euch gibt, ohne euch hätte ich das Teil nicht. Und es ist tatsächlich so, jedes Teil, was hier liegt, gibt's letztendlich. Ich würde es ohne uns nicht mehr geben. Und die Autos werden älter, es wird immer weniger Teile geben, umso mehr Teile bei euch. Deswegen, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.